Servus Leute, willkommen zurück zu Ratchet & Clank, nachdem wir im letzten Part zu Ruin unterbrochen wurden von einem Telefon. Boah, wie soll ich das denn schaffen? Der Ball hat mich ja volle Kanne ab. Egal. Ja! Im letzten Part hatte ich auch den ersten Sprung verkackt. Hab ich jetzt. Nee, hab ich nicht. Schnappt sie euch. Perfekt. Reicht das jetzt aus für einen Verwüster? Ne, nie im Leben. Ich möchte einen Verwüster haben, weil ich wissen will, was er macht. Was kann er? Wie gut ist er? Die Teile da oben, die gehen mir schon ein bisschen auf die Nerven. Hier kann ich noch das Teil einigermaßen gut nutzen. Falsche Taste. Ich habe was im Hals, verdammt. Wehe, du tust mir was. Oh, natürlich hat er mir was getan. Gut. Du nicht. So. Komm. Oh Mann, warum nur so wenig? Ich brauche mehr für den Verwüster. Gut, der ist auch erledigt. Aha, damit hat er nicht gerechnet. Oh, stimmt, Vögel. War kein Verwüster für mich. Dann versuchen wir es so. Ja. Er hat mich aus der Luft geballert. Warte jetzt ab, wenn ich... Ja, Verwüster, Verwüster, her damit. Genau 10.000. Jetzt geht's ab hier. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Boom. Welche Waffe ist denn jetzt dann... Hau ab. Fellknäuel. So. Geil. Jetzt komm her. Luftschiff. Da ist es. Jetzt ist es erledigt.
Hehe. Was? Es lebt noch? Ist schwächer als ich dachte, aber egal. Tja, das war's dann wohl. Okay, nur verwüstete Munition. Ich wette, verwüstete Munition ist scheiß teuer. Ich glaube, jedes Mal mein Telefon klingelt, weil der Unterton in diesem Level klingt genauso. Schon wieder. Noch wer, der eins auf die Glocke will? Niemand. Gut. So. Luftobjektil. So, die sinken gar nicht ein. Tschüss. Endlich. Nach halben Jahren. Nur nicht falsch springen. Egal, da. Wenn ich weiß, im Nahkampf kann der das Vieh nicht besiegen. Zum Glück schaden mir meine eigenen Explosionen nicht. Oh, Pyro. Pyro ist immer gut. Pyro klingt auch gut, ja. Hinten pennen ein paar Viecher. Geh doch drauf. Danke. Jetzt brauche ich eine neue Waffe. Ich glaube, die ganze Zeit ich werde angerufen, weil dieser Unterton klingt wie mein Telefon vibrieren. Hast du gerade? Du Dreckiger, du wächst hier auf. Die denken sich so, oh, falscher Alarm. Egal, dann nimm so. So, ich sehe es automatisch an. Wie, du haust mich runter. Mist, keine Waffe mehr. Schnell irgendwas. Oh, gut. Ich habe schon wieder was im Hals. So. Meine Herren, diese Viecher sind ja gemeingefährlich. Wollt ihr schon wieder nicht loslassen? Das war so dumm. Nein! Ein paar tolle Sonderangebote. Ein
Deine Schönheit. Bomben habe ich keine mehr, verdammt. Ich habe fast gar nichts mehr. Und nur weil ich nicht aufgepasst habe, ich habe die Grube nicht gesehen. Das war wieder so ein Facepalm-Moment. Auf deine Welle zu ballern. So, einmal Lebensenergie habe ich aber voll. Perfekt. Dann Typi anlocken. Falsch. Keine Ahnung warum, aber irgendwie ging das gerade nicht. Nein. Passt ja auf, Ratchet. Und ich könnte die Viecher doch schon von hier aus abballern, oder nicht? Gut. Ich hab nix mehr. Noch Todesanschau habe ich. Meine Mann! Genau, meine Mannen, die. Attacke, Mannen! Der lebt noch. So. Meine Mannen, auf dies Verlass. Ich glaube, jedes Mal, wenn ein Telefon vibriert, das ist unfair. Oh shit. Attacke! Mein Gott, ey. Was ist los mit dir? Wie weit bin ich noch vom Ziel entfernt? Oh, der Weg ist noch so weit. Ah! Er lacht du nur. Ich kämpfe um mein Leben. Ich habe gar keine andere Waffe zur Hand gehabt, okay?
Okay, Mann. Nein. Aha. Ganz vorsichtig gehe ich jetzt hier zu Werk. Ganz vorsichtig. Munition, bitte was Geiles. Yeah. Hehehe. Genau, da lache ich auch so. Hehehe. Ich glaube, die ganze Zeit, die ich hier angerufen habe, irritiert total. Dies ist ein Bonus-Nanotech-Automat. Du kannst dir eine Dose kaufen, um deine Gesundheit zu steigern. Oh. Das Teil? Was habe ich gerade gesehen? 4000? Oh. Achso, der Apparat da. Das heißt, wenn ich das kaufe, habe ich 5 Punkte. Das kann dauern. Vor allem wieder hierher zu kommen, das ist ja mega evil. Das wollte ich nicht. Ich wollte mich dranhängen. Egal. Wo ist denn dieser Automat? Hier. Oh mein Gott, das wird so bockschwer, da jedes Mal hinzulatschen. Ich wollte gerade sagen, ich höre doch was. So, naja, es ist... Ah, genau, jetzt bin ich hier. Dann ist es doch nicht so schwer, da jedes Mal hinzulatschen. Musste ich auf diesem Planeten irgendwas erledigen? Na, da muss ich hin, da rechts. Sag mir nicht den ganzen Umweg. Oh, heilige Mutter. Vielleicht sollte ich aufs Knie erstmal farmen, bis ich genug Schrauben habe. Wie viel habe ich denn? Wo sieht man das? Nein! Will ich nicht hin, danke. Ich kann ja gar nicht runterspringen. Schade, dass man das nicht überspringen kann. So, 4000 kostet dieses teure Stück. Hätte ich mir bloß nicht den Verwüster gekauft, aber ich brauchte ihn, sonst wäre ich da nie durchgekommen. Nein. Ich habe schon alles entdeckt. Jetzt
gibt's eine einzelne Schrauben. Ich muss wohin, wo es mehr Schrauben gibt. Die Musik sich immer ändert. Ich watsche durch Wasser. Das ist doch die Musik vom Intro. Na klar. Also wenn man nach dem Intro ein bisschen wartet, dann kommt so eine Filmsequenz. Wie bei vielen anderen Spielen auch. Und da läuft genau diese Melodie. Diese. Off-Screen jetzt zusammenfarmen. Ich hasse Off-Screen-Farmerei. Hier war doch auch irgendeiner, der was wollte. Genau der da. Nach dem Seed mit Agent reden. Ich hab doch gewonnen. Dann werde ich mal zu ihm hingehen. Das ist in der Richtung, oder? Ja. Gut, dann mache ich das in dem Part noch. Wird ein bisschen länger. Was nennst du einen Flammenwerfer? Das hier ist ein Flammenwerfer. So, vielleicht kriege ich bis dahin noch 4000 Schrauben zusammen. Glaube ich zwar nicht, aber hey. Da! Geil. Schrauben ein. Da ist noch einer. Du Mistvieh. Ja, der Flammenwerfer, mein bester Freund. Ich habe nicht mehr viel. So. Schrauben ohne Ende. Drei Schuss noch. Ja, jetzt ist vorbei. Blaster. Was, der könnte schwimmen? Ausgleichen wir jetzt. Weg da! Oh, gut. Schrauben. Alle brauche ich. Alle Schrauben dieser Welt. Ich wette, der Agent will auch noch Schrauben haben. Na, da nach oben. Nee, nicht da lang. Da lang. Schon wieder läuft diese Musik. Hier geht die Munition aus. Oh nein, da oben ist schon wieder einer. So. Weg mit dir. Ich hab grad mal die Hälfte. Ich bin auf dem richtigen Weg. Warum springt das fast nicht, hä? Muchos gracias. Oder muchos gracias. Keine Ahnung. Kann kein Spanisch.
Sieht nicht richtig, oder? Ja. Erstmal hier gucken. Vielleicht Schrauben. Nee. Lebenskraft und einmal Todeshandschuh. Dafür, dass die letzte Folge so kurz war, gibt es heute mehr. Du da! Ich will zum Agenten. Ich will sehen, was er mir Geiles gibt. Ausgesetzt, er gibt mir überhaupt was. Das ist die nächste Frage, die ich mir stelle. Flamme werfen? Nein. Oh, ich hab's angesammelt. Doch. Schrauben. Oh, noch eine. Haben wir sie ein? Danke. Jede einzelne Schraube ist jetzt von größter Wichtigkeit. Oh, da ist nichts drin. Achso. Tralalalalalalala. Oh, was sieht mein entzündetes Auge da? Hm. Entzündet vor allem. Yeah! Ich könnte dich da gleich runter, oder? Egal, ich gehe erstmal nach oben. So, nur wegen Lebenskraft. Was heißt nur? Ich war hier oben noch gar nicht. Oh, da hinten. Boah, mega Munition hier. Blaster ohne Ende. Oder ich war hier unten noch nie. Genau da unten war ich noch nie. Weg da. So viele TNT-Fässer überall. Ich wette, der kann sie in die Luft... Ja. Ich wollte gerade sagen, ich wette, der kann sie in die Luft springen. Das ist aber ziemlich dämlich. Eigentlich müsste ich das Fass hinter ihm zünden, aber egal. Geräusche irritieren total. Du. Okay, da geht's auch noch weiter. Gegner? Wo sind sie? So, ne, es ist der Rückweg, oder? Genau, das ist der Rückweg. Es tut mir leid, dass der Part jetzt ein bisschen länger wird. Wahrscheinlich wird er sogar länger als das Maximum, was ich eigentlich machen wollte. Aber ich will jetzt noch gucken, was der Agent von mir will. Oh, dumm. Und so werde ich ihn nie erreichen. Ja Leute, wie fühlt man sich so, wenn man eine längere Folge von Ratchet & Clank bekommt? Dafür, dass die gestrige Folge kürzer war, ist die sehr länger. Das ist, glaube ich, ein guter Ausgleich. Da ist der Agent, oder? Bitte gib mir irgendwie 500.000 Schrauben oder so. Fantastisch, du hast's geschafft! Tja, ich muss los. Und? Werden Sie mich jetzt vertreten? Na klar, Kleiner. Und als Antrittsprämie gibt's... Na, wo hab ich's denn? Was ist das? Cooler Helm. Das ist ein Schallsammler. Damit zieht man Sandmäuse an.
Stimmt. Und er gehört euch. Haha, ich muss los, den ganzen Papierkram erledigen. Meine Leute rufen eure Leute an. Ratchet, hast du Leute? Der Schallsummoner erlaubt dir die Kommunikation mit den geheimnisvollen und intelligenten Sandmäusen. Trotz ihrer unschuldigen Erscheinung sind Sandmäuse geschickte und aggressive Jäger. Aktiviere den Schallsummoner einfach in der Nähe einer Sandmausbehausung und schon erscheint eine Maus. Bist du der Maus sympathisch, ist sie dir vielleicht behilflich. Geil. Ah. Hallo. Cool, ich habe meine eigene Gehilfen, außer Clank, ihr wisst schon. Kommt jetzt überall hin mit? Wie cool. Ich hoffe, es gibt es auch auf andere Planeten. Kann sein, dass das Vieh mich auch abknallen kann. Oh, aber wenn du sie killst, dann kriege ich keine Schrauben. Naja. Ich glaube, ich muss hier hin, oder? Ach, jetzt habe ich nicht gelesen. Ich muss jetzt nochmal auf die Mission gucken. Sorry, Leute. Wahrscheinlich ist Dark Souls 2 jetzt auch schon hochgeladen. Naja, kann man nichts machen. Also die heutige Folge, also sprich für euch gestrige Folge, von der rede ich. Viele Missionen abgeschlossen. Moment. Hier geht's doch noch weiter, oder nicht? Doch, da. Hinter mir? Genau, links von mir. Da hinten. Da! Wie weit geht das Stück? Doch schon ein Stück, naja. Jetzt haben wir das jetzt auch entdeckt. Ja, gut. Dann speichere ich. Das war Ratchet & Clank für heute. Tut mir leid, dass die Folge jetzt etwas länger war. Aber naja, dafür war die gestrige Folge umso kürzer. Ihr wisst Bescheid. Das war Ratchet & Clank. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!